Hallo, liebe Sandra. Tag Hallo. 4 Ja. vorbei. Oh. Wie war das Reise? Montag bis Donnerstag. Ich zähle mal ganz kurz. Es war super schön. Also es ist, man hat noch so viel vor und es ist einfach das ganze Feeling hier, es ist einfach unbeschreiblich. Und ich glaube, es kommt auch sehr gut rüber an alle, die zugucken. Es ist einfach nur toll. Es ist einfach nur schade, dass morgen schon fast zu Ende ist. Das hört so an, dass wir träumen und morgen ist Ja. vorbei. Ich bin auch traurig, Ja. aber wir haben das wirklich super hinbekommen. Dafür müssen wir wirklich glücklich Auf sein. jeden Fall, das war eine richtig, oder es ist immer noch eine richtig tolle Zeit und Woche, Ja, ja. was hast du heute fertig gemacht? Fertig gemacht habe ich mein zweites Faltenshirt mit einer anderen Methode. Der ist mega. Also so viel Kommentar Ja. über dieses Ja. Falten-Shirt. Geil. Okay, Ja, erzähl sehr mal. schön. Ja, also das ist auf jeden Fall fertig geworden und das ist auch richtig, richtig gut. Freue ich mich richtig. Diese Methoden mit dem Tanktop und dann, das ist einfach mega. Was war das? Inspiration? Wo hast du das? Wie kommt das? Deine Frau. Svenja? Svenja, ja. Also wir hatten ja ganz bei dem ersten Shirt haben wir diskutiert, wie das am besten ist. Und Svenja hat eigentlich die ganze Zeit gesagt, es wäre so ein Bustier am besten. Manu hat ja gesagt, dass mit der Avalon-Folie und mit dem, so wie ich das ja gemacht habe, mit den Falten einnähen. Svenja war noch ein bisschen skeptisch und wir haben aber ja bewusst gesagt, wir probieren jetzt die Methode von Manu aus, weil das andere kann man dann ja auch mal ausprobieren. Und deswegen habe ich auch das andere Shirt auch nochmal gemacht, damit wir dann beide Methoden vergleichen können. Es funktioniert auf jeden Fall beides. Es sind beides unterschiedliche Techniken, weil heute habe ich ja auch noch das drapiert an der Puppe und ist auf jeden Fall beides super und trotzdem auch beides unterschiedliche Effekte, obwohl es vom Prinzip das gleiche ist. Das heißt, morgen arbeitest du in einem neuen Projekt? Ist schon fertig? Nee, noch nicht fertig. Ich habe einen Blazer angefangen und das ist ja immer, dauert ein bisschen länger. Vor allem muss ich ja auch da covern und ich habe ja keine eigene Cover und ich kann sie auch nicht einstellen. Deswegen muss ich da einmal ein bisschen gucken, dass Manu dann die Maschine gerade nicht braucht und mir sie einstellen kann. Und deswegen, aber morgen hoffe ich, dass ich die Covernähte schließen kann und dann hoffentlich den Blazer noch schaffe. Was war schönste Moment für dich? Das schönste Moment eigentlich ja den ganzen Tag, aber das mit dem Bustier, dass es so gut klappt, das war doch auch mein schönster Moment, ja. Und was war heute der schlimmste Moment für dich? Nix. Gar nichts, Nix, nö. alles glatt Alles gelaufen. glatt gelaufen, alles gut funktioniert. Doch. Morgen geht's Morgenshow. Ja, da freue ich mich schon richtig drauf. Morgen Auch wenn Nacht. ich halt nackt laufen muss, aber okay. Ich habe nur zwei Schürze, dann Blazer, aber immerhin. Ja, aber du hast so andere schöne Klamotten an. Ja. Das ist wunderbar. Und was hast du für morgen geplant, das Blazer fertig zu Genau, kriegen? also morgen hoffe ich, dass ich den Blazer fertig kriege. Ich werde Manu bitten, mir die Cover einzustellen und das mit mir zu machen, dass wir dann die Nähte schließen und dass ich dann hoffentlich das fertig machen kann. Weil, wenn Manu ja weg ist, dann kann ich die ja nicht fertigstellen. Also es wäre dann ganz schön blöd ohne Cover. Ja, das wäre natürlich nicht schön. Nee. Sandra, vielen Dank. Das ist einfach super schön, dass du Teil von Stroh Junkies bist und Kaifu. Das ist wirklich riesig Freude für uns. Ja, mich freut das Und auch. ich habe natürlich in den letzten 4, 5 Tagen ganz andere Sandra gesehen. Na, das ist einfach, sie ist da, sie ist Highlight. Für den Event. Jeder ist Highlight, aber natürlich siehst du wieder mit dem Kommentar und so weiter, wie du das Situation beschreibst und deine Methoden schreibst, das ist einfach Wahnsinn. Wie kommt das denn? Fühlst du dich jetzt ein bisschen locker hier? Fühlst du dich gut hier? Ich sehe mal darüber etwa, weil so kenne ich dich nicht so wie normal am Alltag hier. Ja, das liegt vielleicht daran, dass wir hatten irgendwie bei meinem ersten VIP-Treffen, war das so, also hatten Anna und Kerstin zum Beispiel mich darauf angesprochen, dass ich da noch sehr ruhig war, sehr schüchtern war und dass mir das jetzt hier sehr gut tut, dass ich aus mir rauskommen kann, auch weil ich dann ja alles ein bisschen besser kenne und ja im Alltag ist es ja auch noch mit der Firma und so, dann sind ja alles noch viel mehr und wichtiger. Und hier ist es einfach mit der ganzen Gruppe, ich kenne alle und es ist einfach ein tolles Gefühl und die Gemeinschaft ist einfach so toll, dass man dann auch einfach, da kann man eigentlich nur aufblühen. Also
Danke, dass du deine andere Seite gezeigt hast. Das ist wirklich, wirklich schön. Ich wünsche dir schönen Abend und wir sehen uns morgen. Genau. Tschüss. Tschüss.